Guten Morgen, liebe Klasse. Guten Morgen, alle zusammen. Wer von euch kann das erklären? Was steht in der Tafel? Adam? Los, trau dich. Na los, du Klugscheiße. Los. Zeig doch, was du kannst. Oben ist der Zähler, unten ist der Nenner und in der Mitte ist der Bruchstrich. Du hast gleich einen Bruch. Ist das nicht gemein? Ja, voll gemein, oder? Ich bin Professor Dr. Was weiß ich. Wer hat dir denn den Schrott an den Rücken geklebt? Ach, ist auch egal. Komm, ich muss dir was zeigen. Komm. Was ist das? Das ist meine Zeitmaschine. Ja, jetzt komm. Wo sind wir? Weniger Fragen, einfach reingehen. Das bist du in 30 Jahren. Du bist ich. Ich bin du. Du bist ich. Lebst du allein? Ja. Ich lebe allein und du kannst auch wieder gehen. Du kannst auch wieder gehen. Wow. Ich mag keine Menschen. Wieso magst du keine Menschen? Ich mag Menschen und bin nicht gern allein. Wie alt bist du eigentlich? 9 Jahre. Es fing alles an, als ich 9 war. Ich wurde in der Schule immer gemobbt. Am meisten wurde ich gemobbt von einer Gang. Viele Jahre lang haben sie mich geärgert. Irgendwann habe ich gemerkt, wenn ich selbst mobbe, dass mich niemand anders mehr mobbt. Komm, wir müssen zurück in die Gegenwart. Loser. Opfergabe. Was ist los mit dir? Bist du krank oder was? Ihr mobbt doch nur, weil ihr Angst habt, selbst gemobbt zu werden. Das stimmt doch gar nicht. Wenn man selber mobbt, haben die anderen Angst. Vielleicht hast du recht. Hä? Seid ihr jetzt auf meiner Seite oder auf seiner? Auf seiner. Sollen wir Freunde sein? Entschuldigung, es tut uns sehr leid. Tut mir leid. Ich muss dir noch was zeigen, okay? Diese Zeitmaschine geht mir auf die Nerven. Glaub mir, man gewöhnt sich dran. Da bin ich ja schon wieder. Ja, aber jetzt nicht, bist du nicht mehr allein. Papa, darf ich aufstehen? Ja, aber nimm deinen Teller mit in die Küche. Kannst du dich noch an unsere Schulzeit erinnern? Ja, ziemlich gut. Aber zum Glück ist das jetzt vorbei und wir sind beste Freunde. Zum Glück. Cool.
Los, komm, wir gehen wieder.